Ich rufe jetzt auf in Punkt 10 gemeinsam mit 11 und 12. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der AfD, Gesetz zur Aussetzung der Anpassung der Abgeordnetenbezüge. Und mit der zweiten Lesung, Tagesordnungspunkt 11, Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE, 20. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten. Und mit dem Punkt 12, zweite Lesung, dringlicher Gesetzentwurf Fraktion der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD und Freien Demokraten, 20. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten. Das sind die Drucksachen 20-2794 zu 20-2623, 20-2795 zu 20-2668. Und 2027-2696 zu 20-2684. Berichterstatter ist der Kollege Jürgen Frömmrich. Bitte sehr, du hast das Wort, Jürgen. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie gestatten, mache ich die Berichterstattung für alle drei Gesetzentwürfe hintereinander. Zuerst die Drucksache 20-2794. Das ist der Gesetzentwurf der Fraktion der AfD. Die Beschlussempfehlung: Der Ältestenrat empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Der nächste Gesetzentwurf ist die Drucksache 20-2795. Das ist der Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE. Beschlussempfehlung: Der Ältestenrat empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Der dritte Gesetzentwurf ist die Drucksache 20-2796. Das ist der dringliche Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, der Fraktion der SPD und der Fraktion der Freien Demokraten. Beschlussempfehlung: Der Ältestenrat empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Ich eröffne die Aussprache. Erster Redner ist der Kollege Lambrou, Fraktionsvorsitzender der AfD. Bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Bei der heute in zweiter Lesung erneut debattierten Aussetzung der Diätenerhöhung für die hessischen Landtagsabgeordneten in 2020 geht es angesichts der durch die Corona-Krise entstandenen enormen wirtschaftlichen Schäden in erster Linie um einen symbolischen Akt der Solidarität. Es geht darum, ein Zeichen für die Bürger zu setzen, ein Zeichen, dass in der derzeitigen Situation rund um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Entscheidungen der Bundesregierung zur Corona-Pandemie dringend notwendig ist. Zahlreiche Bürger mit kleinem und mittlerem Einkommen, darunter viele Arbeitnehmer, Einzelunternehmer und Minijobber, bangen um ihre wirtschaftliche Existenz. Von Politikern beschlossene Kontaktsperren schränken die persönlichen Freiheiten ein und schmälern die wirtschaftliche Lebensgrundlage vieler Bürger. Wer solche Maßnahmen verordnet, die den Bürgern neben dem Schutz ihrer Gesundheit aber halt auch enormen finanziellen Schaden bringen, der muss auch bereit sein, eigene finanzielle Opfer zu bringen. Es ist daher zu begrüßen, dass mittlerweile alle sechs Fraktionen im Hessischen Landtag auf eine Erhöhung ihrer Diäten in 2020 verzichten wollen. Danach sah es aber Anfang April, Herr Schalauske, ganz und gar nicht aus, als DIE LINKE in Hessen am 4. April öffentlich den Vorschlag eines Diätenerhöhungsverzichtes ins Spiel brachte. Sie erntete Spott und Ablehnung von den meisten der anderen Fraktionen. Die AfD hingegen äußerte sich zustimmend. Die AfD, die als einzigste Fraktion bereits vergangenes Jahr gegen die Diätenerhöhung gestimmt hatte, da hatte sich DIE LINKE übrigens nur enthalten, wartete anschließend nach dem 4. April volle 10 Tage lang darauf, dass DIE LINKE ihren öffentlichen Worten auch konkrete Taten folgen lässt.
Es kam aber nichts. Am 15. April 2020 reichte die AfD deshalb dann einen eigenen Gesetzentwurf zur Aussetzung der Abgeordnetendiät ein. Damit war den anderen fünf Fraktionen klar, dass sich dieses Thema nicht mehr aussitzen ließ. Öffentliche und unverbindliche Forderungen durch DIE LINKE sind halt etwas anderes als ein konkreter und verbindlicher Gesetzentwurf der AfD. Der Gesetzentwurf der LINKE folgte dann übrigens satte zwei Wochen nach der AfD, nämlich am 28. April 2020. Das ist eine echt schnelle Reaktion, liebe LINKE, lieber Herr Schalauske. Und kurz vor der ersten Lesung zum Gesetzentwurf der AfD schafften es dann die restlichen vier Fraktionen des Hessischen Landtages, nämlich die CDU, die Grünen, die SPD und die FDP, mit einem gemeinsamen Gesetzentwurf am 5. Mai 2020 doch glatt auch noch über die Ziellinie. Dieser schleppende Prozess wirkt bei uns, bei der AfD, eher widerwillig. Und bei der ersten Lesung debattierten Sie dann ja auch lieber z.B. über Dienstwagen als über den konkreten Gesetzentwurf der AfD. Aus unserer Sicht ein weiteres Indiz dafür, dass Ihnen die parlamentarische Initiative der AfD zur Aussetzung der Diätenerhöhung eher nicht ins Konzept passt. Mal schauen, ob Sie es heute ohne die Eröffnung von Nebenkriegsschauplätzen und Ablenkungsmanövern schaffen, konzentriert über die Aussetzung der Diätenerhöhung zu debattieren, über den heutigen Tagesordnungspunkt und nicht über irgendwelche anderen Themen. Das wäre aus unserer Sicht ein Indiz für eine gestiegene Ernsthaftigkeit bei diesem Thema von Ihnen. Wir bedauern es, dass die Aussetzung der Diätenerhöhung in Hessen übrigens nicht so souverän gelöst wurde wie im Deutschen Bundestag. Dort wurde ein gemeinsamer Gesetzesantrag auf Aussetzung der Diätenerhöhung vor einigen Wochen nämlich von allen sechs Fraktionen eingebracht und entsprechend einstimmig angenommen. Und das war souverän, meine Damen und Herren, und der Bedeutung des Themas angemessen. Im Hessischen Landtag ist die Gemengelage aber leider eine etwas andere, was nicht zuletzt auch die drei vorliegenden unterschiedlichen Gesetzentwürfe belegen. Immerhin haben jetzt alle sechs Fraktionen bei dem Thema Diätenaussetzung mittlerweile Einigkeit bezüglich eines Verzichts auf die Erhöhung der Diäten im laufenden Jahr. Das ist wichtig, denn beim Thema Diäten geht es auch immer um die Akzeptanz der Politik durch den Bürger im Allgemeinen. Einen Wermutstropfen gibt es bei dem Gesetzentwurf von CDU, Grünen, SPD und FDP, der ja vermutlich die Mehrheit erhalten wird. Allerdings, im Gegensatz zum Gesetzentwurf der AfD-Fraktion sowie zum einvernehmlich beschlossenen Verzicht durch den Deutschen Bundestag handelt es sich bei dem von Ihnen vier Fraktionen eingebrachten Gesetzentwurf nämlich im Grunde nur um einen teilweisen Verzicht. Laut Ihrem Gesetzentwurf soll nämlich der Mittelwert aus den beiden Indexwerten 2019, 2,3 und dem noch unbekannten Indexwert 2020, vermutlich eher 0 verwendet werden. Also etwa 1,15 Diätenerhöhung für 2021. Unser Gesetzentwurf von der AfD ist da konsequenter und geht im Verzicht deutlich weiter, wie auch der Deutsche Bundestag, der sich für dieselbe Lösung entschieden hat. Die Erhöhung der Diäten für 2020 wird in unserem Gesetzesantrag gestrichen, und die Erhöhung für 2021 ohne einen Mittelwert aus zwei Jahren zu berechnen, einfach mit dem vermutlich grottenschlechten Indexwert 2020 berechnet, also vermutlich eine zweite Nullrunde in 2021 wie auch im laufenden Jahr. Soweit wollen Sie nicht gehen. Schade. Wir werden dennoch, sollte unser Gesetzentwurf keine Mehrheit finden, dem Gesetzentwurf der vier Fraktionen zustimmen. Wir verfahren hier nach dem Motto, besser ein kleiner Verzicht als gar kein Verzicht auf die Diätenerhöhung. Ich kann Ihnen aber jetzt schon ankündigen, dass wir das Thema nächstes Jahr erneut in das Parlament einbringen werden. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit und die vielen netten Zwischenrufe. Da weiß ich wenigstens, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank, Kollege Lambrou. Das Wort hat der Abg. Felstehausen, Fraktion DIE LINKE.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Letzte, was ich gehört habe, als ich hier an das Rednerpult ging, war, wer im Dienstwagen sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen. Sollte nicht mit Steinen schmeißen und an die Adresse der AfD. Ich glaube, wir können hier viel in unserer Beratung gebrauchen. Was wir definitiv nicht brauchen, Herr Lambrou, sind Ihre Nachhilfestunden. Meine Damen und Herren, aber natürlich können wir uns sicher sein, dass diese Debatte heute von vielen Menschen aufmerksam verfolgt wird. Nicht, weil das Thema Diätenerhöhung in diesem Jahr einen wirklich substanziellen Beitrag zu der Finanzierung der Corona-Krise leisten könnte. Dafür sind die Diäten auch in Summen natürlich viel zu klein. Aber es geht um eine Frage der Haltung, die wir heute hier an den Tag legen. Eine Frage der Haltung und des solidarischen Handels, weil wir müssen uns ja mal vergegenwärtigen, was gerade außerhalb dieses Plenarsaals passiert. Die Arbeitslosigkeit in Hessen, so sagt es die Regionaldirektion in Frankfurt, ist um 20% gestiegen. Ein Drittel der hessischen Betriebe haben Kurzarbeit angemeldet, und davon, meine Damen und Herren, sind 700.000 Männer und Frauen betroffen. Kurzarbeit bedeutet, wenn es nicht tarifvertraglich abgesichert ist, dass sie 60% ihres bisherigen Lohns bekommen. Und auch, das berichten uns die Jobcenter, gibt es eine deutliche Steigerung der Anträge auf Grundsicherung. Da haben wir sie mit unseren Maßnahmen natürlich hineingetrieben, weil es da keine Absicherung gibt. Das sind Soloselbstständige, das sind Künstler, das sind all diejenigen, die eben nicht aus den großen Töpfen schöpfen können. Und vor diesem Hintergrund, meine Damen und Herren, hat DIE LINKE den Antrag gestellt, eine Debatte, und jetzt, Herr Lambrou, müssen Sie genau zuhören, eine Debatte um die automatische Diätenerhöhung zu führen. Weil das ist das, was uns auch umgetrieben hat im letzten Jahr, als wir darüber diskutiert haben und warum wir uns dann auch enthalten haben. Uns geht es darum, dass wir hier von diesem Pult aus jedes Jahr, wenn es um die Erhöhung unserer Diäten geht, dieses auch öffentlich legitimieren müssen. Meine Damen und Herren, das ist, glaube ich, etwas, was von uns erwartet werden kann und was wir auch tun müssen. Meine Damen und Herren, für niemanden war diese Krise vorhersehbar, und deshalb braucht es auch bei der Frage um die Diätenerhöhung einen Mechanismus, der es zulässt, aufgrund objektiver Zahlen jährlich die Situationsangemessenheit von Diätenerhöhungen zum Thema zu machen und sich damit auseinanderzusetzen. Und deshalb, Herr Lambrou, greift Ihr Antrag auch zu kurz. Ihr Antrag heißt, wir verzichten in diesem Jahr auf Diätenerhöhung und steigen im nächsten Jahr wieder ein. Aber niemand kann uns heute sagen, wie es denn eigentlich im nächsten Jahr aussehen wird und wie die Entwicklung an der Stelle weitergeht. Und deshalb, meine Damen und Herren, fordern wir in unserem Antrag, dass wir auf der Grundlage der dann produzierten Zahlen eben auch im nächsten Jahr uns wieder dieser Öffentlichkeit stellen und wieder begründen, warum wir es möglicherweise für angemessen halten, unsere Diäten zu erhöhen oder eben auch nicht. Das ist der wesentliche Punkt. Und diese Verantwortung, meine Damen und Herren, die haben wir. Und diese Verantwortung, die entsteht durch das Recht, die Höhe unserer Einkünfte selber festlegen zu dürfen. Dieser Verantwortung müssen wir uns stellen, und ich sage auch, dieser Verantwortung können wir uns stellen, denn dafür sind wir gewählt worden, und deshalb dürfen wir uns davor eben auch nicht drücken. Aber auch der von CDU, Grünen, SPD und FDP vorgelegte Gesetzentwurf, in diesem Jahr auf die Diätenerhöhung zu verzichten, meine Damen und Herren, ist eigentlich eine Rosttäuschung. Denn in Wirklichkeit soll auf gar nichts verzichtet werden. Die anstehende Diätenerhöhung soll lediglich mit der geringeren Steigerung im nächsten Jahr verrechnet werden. Im Steuerrecht würde man wahrscheinlich von einem Verlustvortrag sprechen. Meine Damen und Herren, mit einer solchen Nebelkerze versuchen Sie, sich der notwendigen Diskussion zu entziehen. Und dieser Versuch, da bin ich mir relativ sicher, wird Ihnen auf die Füße fallen. Und wenn ich jetzt den Ruf aus den Reihen der CDU höre, dass es gar nicht gerecht sei, wenn jetzt nur die Landtagsabgeordneten auf eine Steigerung ihres Einkommens verzichten, dann kann ich nur sagen, kommen Sie doch bitte mal runter aus Ihrem Elfenbeinturm und schauen Sie sich die Situation des größten Teils der hessischen Bevölkerung an. Denn dort heißt es Jobunsicherheit, dort heißt es Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und Grundsicherung. Und dann lassen Sie uns doch mal unsere Situation anschauen. Aber der Verweis,
Der Verweis auf andere folgt hier immer wieder dem bekannten Prinzip. Wenn davon die Rede ist, dass man jetzt den Gürtel enger schnallen müsse, dann ist es eben immer der Hosenbund der anderen, der damit gemeint ist. Die Mittelstandsvereinigung der CDU hat die Diskussion ja bereits eröffnet, und der Einkommensmillionär Friedrich Merz bläst ins gleiche Horn. Die Krise soll wieder von denen bezahlt werden, die schon vorher zu den Verlierern der Umverteilung von unten nach oben gehörten. Bei einem solchen Vorhaben, das kann ich Ihnen schon heute sagen, werden Sie mit einem entschiedenen Widerstand der Linken rechnen müssen. Solidarität heißt eben auch aus unserer Sicht, die starken Schultern müssen mehr tragen als die schwachen. Und wenn Sie jetzt beklagen, dass nur auf eine Einkommenserhöhung verzichtet werden müssen, hier im Landtag, während die Spitzenposten der Regierung weiter mit einer Lohnsteigerung rechnen können, dann muss ich Sie fragen, wer hat denn hier die Regierungsmehrheit? Wer stellt denn hier die Minister und die Staatssekretäre? Wenn Sie es Ja, da hätte sich etwas geändert. Wenn Sie es wirklich ernst meinen würden mit diesem Einwand gegen unsere berechtigte Forderung, dieses zu diskutieren, wenn Sie es wirklich ernst meinen würden, dann, und es kein Ablenkungsmanöver sein soll, dann nehmen Sie das Heft des Handelns doch endlich in die Hand. Dann sprechen Sie doch mit Ihren Staatssekretärinnen und Staatssekretären, mit Ihren Ministerinnen und Ministern. Aber da ist ein vornehmes Schweigen zu hören, meine Damen und Herren. Die Frage der Angemessenheit der Abgeordnetendiäten ist in der Tat nicht leicht. Aber zu unserem Privileg, über die Höhe der Diäten selbst entscheiden zu können, gehört eben auch die Verpflichtung, in besonderen Situationen verantwortlich zu handeln. Privilegien und Verantwortung gehören zusammen und sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Mit dem von den LINKEN vorgelegten Gesetzentwurf würden Sie den Weg hierfür freimachen, dieses zu diskutieren und verantwortungsvoll jedes Jahr zu entscheiden. Und deshalb, meine Damen und Herren, bitte ich Sie auch und fordere Sie auf, diesem Gesetzentwurf zuzustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Felstehausen. Nächster Redner ist der Kollege Bellino, CDU-Fraktion. Das war mir friedlich, aber. Wenn ich sage, was ich dazu denke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich zunächst zu den Rednern, die vor mir gesprochen haben in Richtung AfD. Also, ich empfinde es fast schon kindisch, aufzurechnen, nachzurechnen, vorzurechnen, wer wann was eingebracht hat und wer sich wann geäußert hat. Vergessen Sie zumindest doch einmal nicht, in welcher Zeit wir uns damals, und damit meine ich in erster Linie die regierungstragenden Fraktionen, befanden. Das war in der Zeit, als wir über die schrecklichen Bilder von Italien erschrocken waren. Das war in der Zeit, als wir uns in Deutschland, obwohl wir ein gut ausgestattetes Gesundheitssystem hatten, darüber nachdachten, wie können wir solche Bilder verhindern, wo können wir zusätzliche Schutzausrüstung herbekommen, Intensivbetten und vieles andere mehr. War die Zeit, in der wir darüber nachgedacht haben, wann geht es los mit der Impfstoffforschung, mit besseren Medikamenten und anderes. Und in dieser Zeit hatten wir wirklich Besseres zu tun, als über eine Diätenanpassung, in welche Richtung auch immer, nachzudenken. Ich hatte das letzte Mal schon dargelegt, und ich dachte, es wäre angekommen. Und es ist auch keineswegs so, dass hier irgendetwas ausgesessen werden sollte. Aber ich habe das Gefühl, Sie betteln ja schon fast dafür, darum, dass wir weder Ihre, ich nenne es mal Dienstwagen-Affäre ansprechen, noch die Bespitzelung, die Parteifreunde von Ihnen, ich sehe Sie nicht, die kommen wahrscheinlich auch nicht mehr in dieser Plenarrunde, diese Bespitzelung, von denen Parteifreunde von Ihnen sprechen, das seien Stasi-Methoden. Vielleicht ist das wirklich jetzt, es war schon ein Betteln darum, dass wir das hier nicht tun. Ich mache es auch nicht, wenn es bei diesen Einlassungen bleibt, aber das sind keine Nebenkriegsschauplätze, wie Sie es abtun wollen. Gerade der letzte Vorgang, dass man Menschen beobachtet, wann sie mit wem reden und ihnen das dann vorhält, das sind keine Nebenkriegsschauplätze. Das sind keine Nebenkriegsschauplätze, wie Sie das darstellen, sondern das ist meines Erachtens skandalös. Das will ich Ihnen schon einmal sagen. Und
zu dem Vorredner von der Fraktion der LINKEN. Also, ich finde, wir können als erste Gewalt schon darauf hinweisen, dass wir nach der jetzigen Gesetzeslage die Einzigen sind, die tatsächlich auf eine Ihnen nach dem Recht zustehende Diätenerhöhung verzichten. Das muten wir weder den Pensionären zu, das muten wir nicht den Beamten zu. Insofern ist dies schon etwas, wo man sagen kann, jawohl, das haben wir uns überlegt, und wir machen das vor Respekt vor der ungewöhnlichen, außergewöhnlichen, einzigartigen Situation, in der sich nicht nur dieses Land, sondern die ganze Welt befindet. Und ich finde, das kann man schon sagen. Und wenn dann der Hinweis auf die Minister kommt, dann möchte ich mir auch den Hinweis erlauben, dass die Minister, und das wird gerne unterschlagen, die Ministerinnen und Minister eben auch an der Diätenregelung gekoppelt sind. Also auch dort gibt es dann eine Aussetzung dessen, was dort an Erhöhung stattgefunden hätte. Ich möchte noch kurz, weil es ja eine Wiederholung dessen ist, was wir in der ersten Lesung gesagt haben und was wir in dem Ältestenausschuss auch diskutiert hatten, noch einmal deutlich machen, dass wir das transparenteste und fairste System bezüglich der Diäten haben, welches es in Deutschland gibt. Wir beschließen nicht einfach einmal so, wie hoch unsere Diäten sein sollen, sondern wir orientieren uns an dem, was der Hesse ein Jahr vorher realisiert hat, im Guten wie im Schlechten oder im Negativen. Das heißt, wenn es durchschnittlich abwärts geht, geht es auch bei uns abwärts. Wenn es nach oben geht, geht es auch bei uns nach oben. Und das ist ein faires System. Und dass wir davon abweichen, von dieser Koppelung an den sogenannten Nominallohnindex, das hat wirklich damit zu tun, dass wir hier eine einzigartige Situation haben und dass wir vor Respekt vor denen, die wirklich sich sorgen, die kleinen Unternehmen, die Solounternehmen, aber auch die Arbeitnehmer, die nicht wissen, ob sie aus der Kurzarbeit zurückkommen oder ob das Unternehmen überlebt, dass wir aus Respekt vor dieser besonderen Situation tatsächlich sagen, uns steht diese Diätenerhöhung zu, und wir müssen uns dafür auch nicht rechtfertigen. Aber wir verzichten darauf, weil es, wie gesagt, eine besondere Situation ist. Ich denke, es wird eine dritte Lesung geben. Dann müssen wir das wahrscheinlich noch einmal wiederholen, weil der ein oder andere an dem linken und rechten Rand dies anscheinend nicht wahrnehmen soll. Ich bedanke mich trotzdem für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Bellino. Das Wort hat der Abg. Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will mich mit denjenigen auseinandersetzen, die eine inhaltliche Debatte suchen. Zu den LINKEN, Herr Felstehausen, wenn Sie uns einen Vorschlag unterbreiten, dass nicht mehr die Abgeordneten über die Höhe ihrer Diäten zu entscheiden haben, bin ich sofort bereit, das zu machen. Kann ich Ihnen die Unterstützung der SPD-Fraktion zusichern. Aber Nebelkerzen zu werfen, finde ich, also langsam müssten Sie einmal die Platte rumdrehen. An der Stelle, weil die ist jetzt ein bisschen ausgekratzt. Denn das klingt ja verlockend für Lieschen Müller auf der Straße. Ich kann die Höhe meiner Entschädigung, meiner Diäten selber bestimmen. Klingt ja auch verlockend. Und ich habe auch kein Problem, da haben Sie völlig recht, wir müssen das auch rechtfertigen. Ja, habe ich kein Problem. Ich führe die Debatte, ja, bei Ihnen steckt nur etwas anderes dahinter, wegen mir auch jedes Jahr oder jeden Monat. Was das hat, etwas damit zu tun, was sollen Abgeordnete an Diäten, an Grundentschädigung bekommen. Über die Frage kann man trefflich streiten. Sind 8.200 € zu viel? Sind sie zu wenig im Verhältnis zu einem drittklassigen Ersatzspieler bei Bayern München oder Ähnliches? Ja, da kann man drüber diskutieren. Da habe ich auch kein Problem mit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, ein bisschen Selbstwertgefühl, ein bisschen Selbstbewusstsein gehört auch dazu. Und ich finde, die Regelung, die wir hier getroffen haben, dass das Statistische Landesamt einen Index der allgemeinen Einkommensentwicklung feststellt, ein Jahr zurückliegen, als Maßstab zu nehmen, damit es nicht heißt, ihr seid geldgierig an der Stelle, ist eine transparente Größe, und die rechtfertige ich auch, wenn Bürgerinnen und Bürger in meinem Wahlkreis fragen. Das hat die letzten Jahre zu keinerlei Diskussionen mehr geführt. Das bestätigen mir auch die Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist dieser Maßstab einer, der ist vernünftig und vertretbar. Und wenn Sie einen besseren haben, dass nicht wir, sondern andere für uns das bestimmen können, dann sind wir herzlich dabei. Sie, aber hören Sie dann auf, wenn Sie keinen Vorschlag haben, und Sie haben keinen, mit Nebelkerzen zu werfen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zweitens, ja, in der Tat, wir haben besondere Zeiten, die erfordern besondere Antworten. Deswegen, ja, es ist ein symbolischer Beitrag, aber ich glaube, er ist notwendig.
Und in der Tat, wir Abgeordneten können von der Höhe es auch vertreten. Deswegen ist das auch okay, wenn wir sagen, wir setzen den Mechanismus, den Index für das Jahr 2020 aus und im nächsten Jahr schauen wir, wie es sich entwickelt, gehen damit hinein. Das ist auch eine vernünftige Größe. Wir wissen nicht, wie die allgemeine Einkommensentwicklung ist. Wir haben Vermutungen, dass das sinken wird, das Niveau, und das werden wir mit berücksichtigen und das können wir dann auch in aller Ruhe tun und deswegen ist das richtig. Aber wie gesagt, man muss auch den Mut haben, mal deutlich zu machen, was ist die Arbeit eines Abgeordneten wert. Wir machen das als Abgeordnete. Und meine Damen und Herren, wir haben im Ältestenrat, der hat jetzt nicht öffentlich getagt, es gab, finde ich, bemerkenswerte Beiträge. Also, ein Beitrag hat mir so gefallen, habe ich, als wenn ich den selber so gehalten hätte. Aber gut, das war ein guter Beitrag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber jetzt zum Ernst der Sache. Ich finde, und da der Chef der Staatskanzlei ja anwesend ist und wir beide uns ja auch schon ein bisschen kennen und Herr Wintermeyer auch mal parlamentarischer Geschäftsführer war, ich finde, auch die Landesregierung, und da beziehe ich mich jetzt explizit auf Minister und Staatssekretäre und nicht einen kleinen Verwaltungsbeamten, damit das dann auch klar ist, kann auch einen symbolischen Beitrag leisten. Das ist nicht Illegitimes. Es gibt sogar Mechanismen, wie man das machen kann. Man kann das Gesetz über die Ministerbezüge ändern. Und Sie ändern so viele Gesetze. Sie haben auch den einen oder anderen Juristen in der Staatskanzlei oder sonst wo, schreiben ja auch für die Fraktionen gelegentlich mal Gesetze. Ich glaube, Sie kriegen das sogar hin, meine sehr verehrten Damen. Die kriegen das hin, wenn man es will. Sie wollen es nicht, halte ich für den falschen Ansatz. Zumal Minister, die Abgeordnete sind, ein Blick in das Abgeordnetengesetz, auch noch 25% der Diäten bekommen, plus die steuerfreie Aufwandsentschädigung in ganzer Höhe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde, da machen es sich die Mitglieder der Landesregierung zu einfach. Wir Abgeordnete stehen zu der Verantwortung. Ja, wir stehen auch möglicherweise mehr im Fokus. Aber ist unsere Arbeit deswegen weniger wert und geht es deswegen einfacher? Nein, ich hätte von der Landesregierung, wir haben es in der ersten Lesung thematisiert, wir haben es im Ältestenrat thematisiert, still ruht der See. Und das hätte man auch erwarten können, dann wäre das auch ein Stück weit glaubwürdiger, weil in der Tat, wir retten damit keinen Landeshaushalt, wir sanieren damit nicht, aber wir leisten einen kleinen, bescheidenen Beitrag, der ist gerechtfertigt, aber es ist schade, dass es nur die 137 Abgeordneten nachher betrifft und nicht die Mitglieder der Landesregierung. Schade, dass die Landesregierung dazu den Mut nicht hat, den Mumm nicht hat. Ich finde, wir rechtfertigen uns für Maßnahmen. Dann soll die Landesregierung auch sagen, warum sie es nicht macht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Halte ich für eine legitime Forderung. Wir haben gemeinsam den Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Die Fraktionen haben diskutiert. Wir stehen dazu, wir stehen zu unserer Verantwortung. Und wir entschuldigen uns auch nicht, dass wir diesen Betrag dann so festgelegt haben durch den Index. Dafür trete ich in jede Diskussion ein. Aber sie findet so nicht mehr statt. Das ist Wunschdenken, das ist politisches Kalkül, das ist zulässig. Aber wir teilen diese Position ausdrücklich nicht, weil ich finde, das Selbstbewusstsein sollten wir haben. Auch die Abgeordneten, jedenfalls die überwiegende Zahl der Abgeordneten, das kann jede Fraktion für sich beurteilen, leisten einen wichtigen Beitrag für die parlamentarische Demokratie. Dass Demokratie etwas Geld kostet, wird ja nur von bestimmten Bereichen negiert, weil man braucht ja Quasselbuden und Ähnliches nicht. Nein, meine Damen und Herren, das ist ein wichtiger Beitrag, den die erste Staatsgewalt trägt. Und ich finde, dieser Verantwortung werden wir mit dem heutigen Beschluss möglicherweise gerecht. Und es wäre schön, wenn andere diesem Beschluss folgen können. Wir sind jedenfalls dazu bereit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Ich danke Ihnen für Ihren Beitrag. Muss ich allerdings in einem Punkt korrigieren. Meines Wissens nach gibt es bei Bayern München keine drittklassischen Ersatzspiele.